Ich würde mir doch jetzt gestatten, Herr Richter, dass ich Sie jetzt unserem Publikum noch etwas ganz kurz näher vorstelle, mit ein paar kurzen Worten. Ja, Sie stammen aus Sachsen, aus Großenhain. Nach dem Abitur waren Sie Bausoldat. Dann studierten Sie Philosophie und katholische Theologie. Anschließend wurden Sie zum katholischen Priester geweiht. Und die erste Stelle als Kaplan war wohl in der Dresdner Hofkirche, so hatte ich das zumindest im Internet rausgelesen. Dann im Wendeherbst 1989 beteiligten Sie sich rege an den Demonstrationen in Dresden. Und aus der Demonstration heraus verhandelten Sie mit der Polizei, damit es nicht dort zur Gewalteskalation kam. Und so wurden Sie Mitbegründer der Gruppe der 20 in Dresden und Sie wurden einer der Wortführer in der Dresdner Bürgerrechtsbewegung und einer der Wortführer auch mit am Runden Tisch damals. Eine Institution damals, die, so meine ich, das ist meine Meinung, auch heute wieder in bestimmten Situationen ihre Berechtigung haben könnte. Jedenfalls, was Sie betrifft, im wiedervereinigten Deutschland waren Sie dann zunächst Pfarrer, unter anderem in Aue, ist gar nicht so weit weg von uns. Sie arbeiteten damals auch in einem sächsischen Bildungsinstitut. Da ging es hauptsächlich um den neuen Ethikunterricht, Religionsunterricht, kam ja damals auch in Sachsen neu an die Schulen. Und es ging um die Werteerziehung, um deren Möglichkeiten und Grenzen. Und um die Bewahrung von Werten in unserem politischen System geht es Ihnen auch heute noch. Dafür setzen Sie sich mutig auch mal zwischen alle Stühle. Einen Stuhl hatten Sie dann aber doch komplett frei gemacht, das war im Jahr 2005. Da gaben Sie Ihr Priesteramt auf. Über einige Zwischenstationen sind Sie dann ab 2009 Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen geworden. Das ist, wie ich schon eingangs sagte, wohl eine Institution, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten. Das ist also dieses Jahr die dritte Veranstaltung, die wir mit Ihrer Behörde gemeinsam durchführen. Für Ihr gesellschaftliches Engagement erhielten Sie mehrere Auszeichnungen, die Sächsische Verfassungsmedaille, das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und den Europäischen Menschenrechtspreis in Stellvertretung für alle diejenigen, die im Wendeherbst friedlich an den Demonstrationen teilgenommen hatten. Einen Preis allerdings finde ich besonders bemerkenswert. Sie erhielten den Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden. Was ich auch nicht wusste: Sie verfassen Texte zu Oratorien und zu Musicals und schreiben wohl auch Gedichte. Vielleicht kommt, ja? Mach ich, ja. Das machen Sie, sehr gut, ja. Vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Roman von Ihnen. Ich würde mir das sehr interessant vorstellen, nach dem, was Sie bisher alles schon so erlebt haben und nach den Erfahrungen, die Sie da auch im gesellschaftspolitischen Metier so bisher erlebt hatten. Einem größeren Publikum wurden Sie dann bekannt im Zusammenhang mit den Pegida-Protesten Anfang des Jahres oder seit Ende letzten Jahres. Sie setzten sich für einen Dialog zwischen allen Seiten ein und seitdem erscheinen Sie auch öfters, ist zumindest mein Eindruck, in den öffentlichen Medien. Wie ich meine, unterscheiden sich Ihre Wortmeldungen durch Ihre Sachlichkeit und Besonnenheit, oft sehr wohltuend, von vielen anderen. Ich weiß nicht, ob Sie da manchmal das Gefühl bedrängt, auf verlorenem Posten zu stehen. Jedenfalls hoffe ich nicht, dass Sie heute hier in unserer Veranstaltung auch auf verlorenem Posten stehen. Vom Lob des Ablasshandels, so lautet Ihr Thema heute Abend, so hatten wir uns verständigt. Nun ja, für Luther war ja der Ablasshandel ein Gräuel. Wir leben ja hier immer noch in einer etwas evangelischen Gegend.
Wie also könnte so etwas gelobt werden? Aber der Lauf der Geschichte ist so oft eigenartig. Der Ablasshandel führte mit zur Reformation und brachte damit auch, ich will mal sagen, einen gewissen neuen Schwung in das sogenannte oder in das christliche Abendland hinein. Und im Begriff Ablass steckt ja auch insgesamt so noch was Positives, etwas Gültiges, auch außerhalb des kirchlich-religiösen Raumes. Darüber will ich mich jetzt nicht länger auslassen. Ich bin jedenfalls gespannt, wahrscheinlich wie Sie alle auch, was Sie, Herr Richter, heute uns über den Ablass erzählen und seinen Handel und was das alles mit der Politik heute zu tun haben könnte in unseren alltäglichen Situationen und auch jetzt und hier in einer doch recht ernsten Zeit. Bitte sehr, Herr Richter. Ja, vielen Dank, Herr Siegel. Ich verzichte, wenn es irgendwie geht, lieber auf das Mikrofon. Kann ich mich verständlich machen in die letzten Reihen? Gut, wenn das nachlassen sollte, geben Sie mir bitte ein Zeichen, dann kann ich auch gern zum Mikrofon greifen. Ich verzichte lieber darauf, das hat auch so ein bisschen was von einer Waffe an sich. Man ist immer lauter als die anderen und das muss ja nicht unbedingt so sein. Ich bin selten so präzise und einfühlsam vorgestellt worden, Herr Siegel, wie heute von Ihnen. Sie haben die eine Geschichte übersprungen, die muss man nicht überspringen. Sie gehört nun mal zu meinem Leben dazu. Ich war gerne katholischer Pfarrer. Ich habe diese Entscheidung im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte getroffen im Jahre 1987 und habe dann 19 Jahre später halt wiederum im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte die Entscheidung getroffen, das Amt aufzugeben und zu heiraten. So was gibt es im Leben, dass man im Laufe der Jahre auf neue Erkenntnisse kommt und vor allen Dingen da das eine oder andere, in dem Fall schlicht eine liebe Frau, über den Weg läuft und man neu anfängt. Das gehört dann aber, wenn Sie ein bisschen was von katholischer Kirche wissen, dann schon dazu, dass man arbeitslos wird, stante pede am selben Tag, dass man irgendwo schauen muss, wie man weiterkommt. Ich habe die Hartz-Gesetzgebung der Bundesrepublik auch mal von unten kennengelernt. Da wird man auch nicht dümmer dabei und musste mich so orientieren im Leben. Bin in Hessen gewesen 3 Jahre und dann 2009 halt hier nach Sachsen zurückgekehrt. Ja, ich möchte Ihnen etwas sagen zum Lob des Ablasshandels. Den muss man wirklich loben, aber das ist ironisch gemeint. Und das ist auch der Untertitel dieses Vortrages, nicht ironisch-sarkastische Bemerkungen, die nicht ganz ernst gemeint sind, die auch nicht druckreif sind. Wir haben so ein Repertoire von Angeboten in der Landeszentrale für politische Bildung, Vorträge, die man so anbietet und den habe ich halt mal erarbeitet und angeboten. Sie haben mich dazu eingeladen. Also wenn es heute Abend nicht ganz druckreif ist, dann müssen Sie damit leben. Jetzt wird es auch noch aufgenommen. Wer weiß, vielleicht rede ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen. Aber das gehört ja in der Öffentlichkeit halt manchmal so dazu. Der Vortrag ist entstanden. Da gab es Pegida noch nicht. Heute mache ich mir manchmal so Gedanken, ob man auch lachen darf in dieser Zeit. Ja? Ob man auch schmunzeln darf, ob man auch ironisch sein darf oder vielleicht sogar sarkastisch sein darf. Man müsste doch eigentlich nur über ernste Dinge reden. Und jedes Mal, wenn ich am Ende meiner Gedanken dazu angekommen bin, sage ich mir, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Also wenn wir jetzt alle anfangen, nur noch bitter ernst herumzulaufen und überhaupt gar keinen Abstand mehr zu gewinnen zu den Dingen oder zu uns selbst, machen wir die Sache bestimmt nicht besser. Das heißt nicht, dass wir nicht vor ernsten Fragen stünden. Wir stehen vor ernsten Fragen und die Gesellschaft steht vor ernsten Herausforderungen. Wann stand sie das nicht? Nur der Versuch, auch einmal auf Abstand zu gehen und so mal Distanz zu sich selber zu gewinnen und dabei vielleicht auch mal schmunzeln zu dürfen. Also diesen Vorschlag unterbreite ich Ihnen heute einfach, dass wir daran dabei bleiben.
Außerdem mal einen ganzen kurzen Ausflug von hier nach Pirna. Sie haben Johannes Tetzel erwähnt. Der steht ja jetzt sogar schon an der Autobahn. Wenn man von Berlin in Richtung Jüterbock fährt oder da die Richtung, da ist jetzt Tetzel schon auf einem Autobahnschild. Ich weiß nicht, wo der noch überall Karriere machen wird. Ganz bemerkenswert. Der ist ja in Pirna geboren. So sagt es jedenfalls die Überlieferung. Und heute steht nach wie vor in Pirna das Johannes-Tetzel-Haus auf der Schmiedestraße 19. War jemand mal bei Ihnen, von Ihnen dort? Das steht heute noch Johannes-Tetzel-Haus dran. Und ich habe einen Vortrag in Pirna gehalten. Und jede Stadt, das ist ja heute üblich, sucht ja nach touristischen Attraktionen. Und jetzt hat Pirna auch gemerkt, wir sind vielleicht sogar die Johannes-Tetzel-Stadt. Mein Gott, was könnte man daraus machen? Und jetzt frage ich Sie mal, raten Sie mal, wenn Sie das Haus noch nicht gesehen haben, was meinen Sie wohl, was ist heute in dem Johann-Tetzel-Haus drin? Sparkasse. Die Sparkasse. Weitere Vorschläge. Wie bitte? Finanzamt. Es wird immer heißer. Ja, weitere Vorschläge. Pfandleihhaus. Arbeitsamt. Meine Damen und Herren, es kommt noch besser. Die Wirklichkeit ist manchmal besser als das, was wir uns ausdenken können, ob Sie es glauben oder nicht. Heute ist im Johannes-Tetzel-Haus, Schmiedestraße 19 in Pirna, unten eine psychotherapeutische Praxis und oben die Rechtsanwaltskanzlei. Ja? Also diese beiden Einrichtungen heute im Tetzel-Haus, böse Zungen sagen, das ist heute teurer als früher. Ja, also heute muss man sich sozusagen seinen Ablass im psychologischen oder auch im rechtlichen Sinne möglicherweise teurer erkaufen als Johannes. Das ist aber jetzt Ironie. Aber immerhin, die Stadt Pirna hat was drauf. Die kann, wahrscheinlich wissen die das gar nicht oder wussten die das nicht, als sie diese beiden Einrichtungen dort in diesem Johann-Tetzel-Haus eröffnet haben. Ich komme noch auf den Ablass zurück. Politische Bildung, wenn Sie mir das am Anfang gestatten. Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, das klingt schon gleich mal so, dass man ein bisschen Angst haben muss. Ja, also ich habe das Wort nicht erfunden. Ja, das hat auch kein Marketing-Experte erfunden. Also übertragen Sie mal das Wort Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in einen Marketingbegriff oder in ein Logo. Ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Und der eine oder andere von Ihnen hatte vielleicht, wie ich das bedingt, zweifelhafte Vergnügen in der DDR, Staatsbürgerkundeunterricht zu haben. Ja? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen rastet das jetzt ein. Politische Bildung, Staatsbürgerkundeunterricht wie früher, ja, gab es ja auch vorher schon in der Weimarer Zeit. Ein SPD-Abgeordneter im Sächsischen Landtag hat sich Anfang der 30er Jahre darüber geäußert, warum man politische Bildung braucht, mit welchem Ziel. Er hat gesagt, das Ziel besteht darin, dass die Staatsbürger auf der Straße ordentlich grüßen und regulär rechts gehen. Ja? Ordentlich grüßen und regulär rechts gehen als Ziel des Staatsbürgerkundlichen. Fast möchte ich sagen, ist ja dann noch erreicht worden, aber DDR, Staatsbürgerkunde, für jede Stunde kann ich nicht sprechen. Ich hatte durchaus persönlich halbwegs vernünftige Staatsbürgerkundestunden. Also meine Lehrerin war nicht die dümmste. Die konnte uns vieles kindgemäß und lustbetont erklären, dass wir das verstehen könnten. Aber man kann ja für das Fach insgesamt sprechen. Was war das Ziel des Faches Staatsbürgerkunde? Naja, ordentlich grüßen und regulär rechts gehen würde man dann vielleicht nicht mehr sagen. Aber vielleicht schon so ungefähr, meine Damen und Herren, es wäre schon am besten, ne? Wäre schon am besten, wenn alle Schüler das denken und reden, was vorher der Lehrer gedacht und geredet hat. Ne? Kommt Ordnung in den Laden. Und es wäre schon am besten, wenn der Lehrer vielleicht das denkt und redet, was vorher der Parteivorsitzende gedacht und geredet hat. Ne? Ein bisschen Ordnung schaffen im Laden. Und es wäre schon am besten, wenn der Parteivorsitzende das gedacht und geredet hat, was vorher der große Vorsitzende gedacht und geredet hat, nicht so? Damit wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft doch so ordentlich und einheitlich so insgesamt vorankommen. Wie gesagt, verstehen Sie mich nicht falsch, die einzelne Stunde mag ganz anders gewesen sein, aber das Fach, Margot Honecker lässt grüßen, hatte schon ein Ziel.
politische Bildung in der Demokratie? Heute? Jetzt? Hier? Hat zum Ziel das Gegenteil. Das blanke Gegenteil. Es geht nicht um den braven, hörigen Untertan, sondern es geht um den mündigen Staatsbürger. Bekenntnis meinerseits, wir brauchen nichts dringlicher als den mündigen Staatsbürger. Als den Bürger, der sich ein eigenes politisches Urteil gebildet hat und der auch in der Lage ist, dieses eigene politische Urteil zu äußern. Mündig kommt ja irgendwie von Mund, also macht man mal Mund auf. Und vielleicht sogar noch, das wäre noch besser, in der Lage ist, dieses eigene politische Urteil auch zu begründen. Manche Begründung kommt erkennbar aus dem Bauch. Das ist nicht das Schlechteste. Manchmal hat man auch ein Bauchgefühl und dann soll man es sagen. Besser wäre natürlich noch, das politische Urteil käme auch aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass eins kommt. Und dass wir es nicht runterschlucken. Wie viel wird in Sachsen runtergeschluckt? Wie viel wurde vielleicht auch in den vergangenen Jahren runtergeschluckt? Und kommt jetzt plötzlich eruptiv, in einem Ausmaß, wie wir es uns vielleicht gar nicht gedacht hatten, plötzlich wieder raus. Eine meiner Begründungen für manche Entwicklungen, die wir im Moment... Nein, es geht nicht um Runterschlucken. Es geht um die offene Debatte, um den mündigen Staatsbürger, der sich selbst einbringt. Herr Siegel hat es gesagt, ich war lange Pfarrer. Ich kann ja auch noch ein bisschen Neues Testament und ich kann es auch christlich begründen, wenn Bedarf besteht. Christlich habe ich begründet, habe ich immer gesagt, Widerspruchsverweigerung ist mangelnde Nächstenliebe. Nochmal, O-Ton. Widerspruchsverweigerung ist mangelnde Nächstenliebe. Wenn Sie zu der Auffassung kommen, dass ich hier vorne Unsinn erzähle und Sie verweigern mir den Widerspruch, sondern Sie äußern den Widerspruch erst auf dem Nachhauseweg Ihrer Frau oder Ihrem Mann gegenüber und sagen dem, was hat denn der Richter für Blödsinn erzählt, dann würde ich davon erfahren, ein wenig ungerecht behandelt fühlen. Der Widerspruch gehört in die Debatte. Deswegen hoffe ich, dass wir auch die Zeit finden, da noch zu diskutieren. Nicht, wir haben vielleicht, ich unterstelle es, als gelernte DDR-Bürger, die in der Diktatur gelebt haben oder wenigstens in autoritären Verhältnissen gelebt haben und vorher gab es noch eine andere Diktatur, vielleicht haben wir uns es ein bisschen angewöhnt, zwei Wahrheiten im Kopf zu haben. Die eine Wahrheit, die man in der Öffentlichkeit sagen kann, da muss man vorsichtig sein, wer weiß, was damit wird. Und die andere Wahrheit, die man im kleinen privaten Familienkreis sagen kann. Wir sind ein bisschen zweisprachig. Ja? Das ist in autoritären Systemen ganz, ganz klar. Da muss man vorsichtig sein, was man in der Öffentlichkeit sagt. In der offenen Gesellschaft, die wir sein wollen, in der Demokratie, ist diese Zweisprachigkeit fatal. Sondern die lebt ja davon, dass jeder das, was er denkt, was er glaubt, was er für richtig hält, auch einbringt, dass er es nicht für sich behält. Dass er es nicht hinter der vorgehaltenen Hand nur sagt, sondern eben offen in die Debatte. Und dann, wenn man in die Debatte geht, kriegt man natürlich auch Widerspruch. Das gehört dazu. Und da habe ich den Eindruck, das gebe ich jetzt hiermit gerne zu Protokoll, haben wir in Sachsen immer noch eine schwach ausgeprägte Streitkultur. Im Sinne von, wir sagen mal offen und debattieren ganz offen, wie wir denken und halten dann auch den Widerspruch aus. Nicht? Muss aber sein. Also herzliche Bitte von dem Muster, das möglicherweise in dem einen oder anderen von uns noch angelegt ist, endlich mal Abstand zu nehmen. Es geht nicht darum, hinter der vorgehaltenen Hand etwas zu sagen, sondern die Dinge offen auszusprechen, nichts runterzuschlucken, sondern es zu äußern. Ziel der politischen Bildung in der Demokratie ist also nicht der brave Untertan, sondern der mündige Staatsbürger. Wie macht man das? Wie sollte das einer machen, der verantwortlich ist für politische Bildung in der Demokratie? Der soll als erstes herzlich darum bitten, dass jeder Einzelne von uns aufhört, mit dem Kopf des Vorsitzenden zu denken. Wir müssen mit unserem eigenen Kopf denken. Wir können übrigens nur mit unserem eigenen Kopf denken.
Und wenn mein Ziel darin bestünde, dass sie das denken und glauben, was ich denke und glaube, dann würde ich was falsch machen. Es muss mein Ziel sein, sie ein Stückchen, soweit das halt in meinen Kräften steht, dazu zu führen, dass sie ihr eigenes politisches Urteil gebildet haben und das dann auch vertreten. Das muss das Ziel sein. Dafür gibt es in der politischen Bildung ein ganz probates Mittel. Die politischen Bildner der Demokratie in der alten Bundesrepublik haben sich damals zusammengesetzt und haben gesagt, es gibt ein paar Prinzipien, die gilt es einfach einzuhalten. Eines heißt, was in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, das muss auch in der politischen Bildung kontrovers diskutiert werden. Das Kontroversitätsprinzip. Im Prinzip, ich will mal aufpassen, dass ich es schaffe, bin ich gehalten, zu jeder Position in auch die Gegenposition vorzutragen. Noch besser wäre es, wir hätten jetzt einen Co-Referenten, wir würden es immer gleich im Ping-Pong machen, so dass Sie in die kognitive Krise getrieben werden, hart in die kognitive Krise getrieben werden und sich Ihr eigenes Urteil bilden müssen. Das Überrumpelungsverbot gilt auch, für die ganz komisches Wort, aber ich weiß nicht, ob wir Lehrer hier unter uns haben. Ich befürchte fast, wir haben Lehrer unter uns, ja. Oder vermute, wir haben Lehrer unter uns. Jeder Lehrer, wenn er es halbwegs geschickt anstellt und seinen Job versteht, ist natürlich in der Lage, den Schülern seine politische Position irgendwie unterzujubeln. Weil er einfach in einer anderen Position ist. Verboten in der Demokratie, verboten. Der Schüler soll nicht das denken und reden, was vorher der Lehrschüler soll sich sein eigenes Urteil gebildet haben. Wie offen, wie kontrovers geht es in unseren Schulklassen zu? Also wie stark lernen Schüler dort auch ganz offen zu diskutieren oder lernen sie möglicherweise wie früher runterschlucken? Frage, ich weiß es nicht. Ich kann ja auch nicht in jede Schulklasse reinschauen, aber dadurch, dass ich die Frage stelle, ahnen Sie, dass ich auch ein bisschen skeptisch bin. Dass da möglicherweise noch etwas nachhängt oder Angst regiert. Das beste Symptom für autoritäre Verhältnisse ist immer Angst. Da, in der Diktatur haben irgendwie alle voreinander Angst. Die da oben haben Angst vor denen da unten und die da unten haben Angst vor denen da oben und zwischendurch hat man Angst vor der jeweils anderen Ebene. Angst ist immer ein Symptom dafür, dass in der Gesellschaft irgendetwas nicht ganz gesund ist, nicht ganz gut läuft. Also das wäre das Kontroversitätsprinzip, das Überrumpelungsverbot, also aufpassen, dass man den anderen nicht gedanklich über den Tisch zieht, sondern aufpasst, dass er wirklich zu seinem eigenen Urteil kommt. Das sind so ein paar Dinge in der politischen Bildung, in der offenen Gesellschaft, in der Demokratie. Und jetzt kommt das, was mir fast das Wichtigste ist, meine Damen und Herren, wie darf in der politischen Bildung gelacht werden? Natürlich. Manchmal habe ich den Eindruck, es muss sogar gelacht werden. Ja. Da haben wir immer so, also am Anfang haben wir, als ich anfing, habe ich gesagt, manchmal so das Gefühl gehabt, es gibt drei Dinge in der politischen Bildung. Erstens, es darf nicht gelacht werden. Zweitens, es muss anstrengend sein. Ja, müssen alle irgendwie ganz mit tiefen Furchen und mit Schweiß auf der Stirn da sitzen. Und drittens, politische Bildung muss natürlich vor leeren Bänken stattfinden. Ja, als drei Grundprinzipien der Sie merken, ich ironisiere. So ein Quatsch. Natürlich darf gelacht werden. Nicht auf Kosten anderer, das ist immer schwierig. Aber Lachen als Ausfluss von Humor und Humor als Ausfluss der Fähigkeit, zu sich selbst auf Distanz zu gehen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, ja, und auch mal den anderen quasi in Position zu setzen, das ist ein ganz elementares Mittel. Mir geht es immer ziemlich schwierig, so gefühlsmäßig, wenn ich irgendwo hinkomme und habe den Eindruck, hier geht es humorlos zu. Also wenn es so dauert, es kann ja mal ernst sein, klar, auf der Beerdigung werden wir nicht lachen, aber wenn es dauerhaft in einer Gruppe humorlos zugeht, dann wäre ich immer vorsichtig und sage, wahrscheinlich läuft hier irgendwas was falsch, vielleicht sind die nicht in der Lage, zu sich selbst auf Distanz zu gehen, vielleicht nehmen die sich alle zu wichtig. Zweitens muss es immer anstrengend sein. Ich glaube, es muss nicht immer anstrengend sein. Gibt ja so ein Vorurteil, lernen müsse anstrengend sein. Die Lernforschung sagt uns was anderes. Die Lernforschung treibt ja die Pädagogen heute vor sich her.
Früher haben das gute Pädagogen gewusst, aber heute weiß die Lernforschung, die ja mit der Hirnforschung unter einer Decke steckt, wie das hier oben in diesem Gehirnkasten zugeht. Die messen das ja alles, die Gehirnströme und so weiter und was da passiert. Und da wissen wir ganz genau, Lernen muss überhaupt gar nicht anstrengend sein. Lernen kann Spaß machen. Dort, wo wir Freude dran haben, wo es entspannt zugeht, lernen wir möglicherweise sogar am meisten, als dort, wo es besonders anstrengend zugeht. Übrigens, das Gehirn kann gar nicht anders als lernen, zu ihrer Entlastung. Die Lunge kann nichts anderes als atmen. Die atmet 24 Stunden am Tag, dafür ist sie da. Das Gehirn kann nicht anders als lernen, und zwar 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag. Und jetzt sagen Sie mir bitte, in welchen Stunden wir am intensivsten lernen. In der Nacht. Im Tiefschlaf. Das ist der Moment des intensivsten Lernens. Weil was macht da der Hippocampus, der hier hinten drin angesiedelt ist, der den ganzen Tag alles aufgenommen hat? Der hat in der Nacht, wenn wir tief schlafen, Zeit genug und Ruhe, das, was im ganzen Tag hier vorne reingegangen ist, an die Stelle im Gehirn hinzustecken, wo es hingehört. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, sagt der Psalmbeter. Das heißt, ein guter Nachtschlaf, ja, ist das beste Mittel, dass wir wirklich gut gelernt haben und uns das sich festigt und sichert. Und dann steht man früh auf und die Welt ist in Ordnung. Das wissen wir alle, wenn wir schlecht geschlafen haben oder so. Das ist, ja. Also, kennen Sie das noch aus Ihrem Schulzimmer vielleicht auch, wenn der Lehrer, das wäre dann in dem Fall ein schlechter Lehrer, einen anfährt und sagt, träum nicht so. Sei aufmerksam, träum nicht so. Oh, ein Quatsch. Wenn der Schüler am Bleistift kaut und zum Fenster rausschaut und träumt, lernt er. Genau dann lernt er. Aufmerksamkeit, was das jetzt, weil wenn Sie mir aufmerksam sind, wenn Sie es noch aushalten, Aufmerksamkeit ist kein Lernfenster. Wenn Sie aufmerksam sind, sind Sie aufmerksam auf mich. Wer jetzt gerade in dem Moment am meisten lernt, ist einer, nämlich ich. Ich lerne jetzt am meisten, weil ich Ihnen das erkläre, weil meine Gehirngeschichten aktiv sind. Sie lernen, wenn Sie nach Hause gehen und wenn sich das Ganze setzt und wenn Sie darüber diskutiert haben, dann lernen Sie. Oder wenn Sie jetzt zum Fenster rausschauen und träumen. Also von mir kriegen Sie das böse Wort, träumen Sie nicht so, nicht gesagt. Ja, also das ist ganz, es darf lustig zugehen, es darf heiter zugehen. Man lernt nebenbei das informelle Lernen, sagen die Pädagogen, formalisiertes Lernen, das ist das eine, aber informell so nebenbei, wenn man sich unterhält, da lernt man, wenn man drüber nachdenkt, wenn man in der Nacht gut schläft, wenn das sich alles setzt, dann lernen wir, es darf also lustig zugehen und es muss nicht anstrengend sein. Lernen muss nicht anstrengend, im Gegenteil. Ja. Naja, und dann darf es halt auch mal nicht nur vor leeren Bänken stattfinden, dann darf die politische Bildung auch mal vor vollen Bänken. Eins haben wir heute allerdings falsch gemacht, ich hätte mit Herrn Siegel noch mal reden müssen. Die Sitzordnung ist natürlich furchtbar. Die Sitzordnung, die wir heute eingeübt haben, ist das Undemokratischste, was es gibt. Ja, also so ist natürlich die Demokratie nicht organisiert, so ist die Monarchie organisiert, so wie wir das heute Abend gemacht haben. Nicht? Wir sind ja auch ein bisschen alle Monarchisten, die Sachsen. Nicht? Das, also einen wirklichen Bruch mit der Monarchie hat es hier ja nie gegeben. Ja, oder? Außerhalb der Protokollfähigkeit, wissen Sie die Staatsform des Freistaates Sachsen? Außerhalb der Zitierfähigkeit, Zustimmungsmonarchie mit demokratiesimulierenden Elementen. Der König meint's doch gut. Die werden sich doch da oben was gedacht haben. Und da müssen wir doch nicht immer so viel drüber streiten. Ja, machen wir es doch mal so, wie die das so da oben da und so weiter. Man kann da das Bequeme an der Sache ist, man kann meckern. In der Monarchie und in der Diktatur und in der Autorität, da lernt man meckern. Sehr bequem meckern. Die da oben sind schuld oder die da unten sind schuld oder irgendwer ist schuld. Meckern ist das Gegenteil von Streiten. Streiten heißt, ich bringe meine Position ein und konfrontiere sie mit der Position des anderen und dann suchen wir uns einen gemeinsamen Weg und dann finden wir einen Kompromiss.
Wodurch zeichnet sich ein guter Kompromiss aus? Dadurch, dass alle unzufrieden sind. Weil ja nur der König, der ist möglicherweise zufrieden. Ja, die Demokratie, die auf Streiten und auf Kompromiss suchen und Kompromiss finden und Kompromisse aushalten angewiesen ist, hat ein großes Unzufriedenheitspotenzial, weil keiner ja sozusagen seine Position eins zu eins durchsetzen kann. Deswegen laufen wir in der Demokratie auch immer mit runtergegangenen Mundwinkeln so rum, weil wir sind irgendwie nicht zufrieden. Meine Damen und Herren, genau diese Unzufriedenheit produzierende Staats- und Herrschafts- und Gesellschaftsform sichert uns seit 70 Jahren in diesem Land den Frieden. Weil es ein permanentes Abgleichen und Kompromisse suchen ist sozusagen und miteinander irgendwie, selbst den Lieblingsfeind muss man irgendwie mit einbeziehen, ja, selbst bei dem steckt noch ein kleines Körnchen Wahrheit dahinter. Das ist ein Merkmal. Ich will es Ihnen mal persönlich sagen. Es gibt Stühle, wie in der Kirche, vorne ist noch frei. Ich rede mal an der Stelle nur persönlich, nur von mir. Sie kenne ich diesbezüglich ja nicht so gut. Ich habe mal drüber nachgedacht, wo diese Versuchlichkeit herkommt mit dieser Monarchie und mit dem Meckern und mit dem nicht streiten können. Das hängt damit zusammen, dass in mir drin ein kleiner Diktator steckt. Ich rede mal nur von mir. Der sagt mir fast jeden Tag, Frank, die Welt wäre dann am besten, wenn alle so denken würden wie du. Und weißt du, Frank, die Welt wäre dann am besten, wenn alle das wollen würden, was du willst. Das sagt er mir fast jeden Tag. Ja? Und dann denke ich drüber nach und dann sage ich mir, das ist Quatsch. Frank, die Welt wird nicht dann am besten, wenn alle so denken wie du. Und die Welt wird nicht dann am besten, wenn alle das wollen, was du willst. Die Welt wird, wenn überhaupt, durch dich ein klein wenig besser, wenn du dich jeden Tag auf den Weg machst und mit deinen Nachbarn und mit deinen Bekannten und mit deinen Feinden, und wir alle haben unseren Lieblingsfeind, an dem wir uns gerne abarbeiten, und wenn der weg ist, haben wir einen schweren Verlust, weil wir brauchen den Lieblingsfeind ja um uns selber. Also immer versuchen, dich sozusagen in den Kompromiss hineinzubegeben, anstrengend, ziemlich mühsam manchmal, und trotzdem ist es das Beste, das, worauf unsere Demokratie beruht. Ja, so ist das mit der politischen Bildung in einer offenen demokratischen Gesellschaft, hat ein anderes Ziel als der Staatsbürgerkundeunterricht in der DDR, hat vielleicht auch ein anderes Ziel, als es uns lieb ist, denn sie basiert ja auf unserer Mitwirkung. Demokratie geht halt nicht ohne Demokraten. Äußerlich gesehen ist in diesem Land, was die Demokratie betrifft, alles in Ordnung. Äußerlich gesehen. Die Institutionen sind etabliert, wir wählen in bestimmten Abständen, wir haben Parlament, wir haben Gemeinderat, wir haben Stadträte, wir haben die Gewaltenteilung, die Verwaltung funktionieren, wenn wir genau hinschauen, besser als fast überall in allen anderen europäischen Ländern. Also äußerlich gesehen, ich bitte Sie, ist dieses Staatswesen und ist das Demokratische bestens organisiert. Die Bundesrepublik Deutschland hat die beste Herrschafts- und Gesellschaftsordnung, die es je in der deutschen Geschichte gab. Dazu stehe ich. Das heißt nicht, dass wir die beste Gesellschaft sind. Das ist doch was ganz anderes. Wenn das alles äußerlich errichtet ist, heißt das doch lange nicht, dass die Menschen das innerlich angenommen haben als ihr eigenes. Ich bin gelernter DDR-Bürger. Ich weiß, dass Menschen in den schlechtesten Verhältnissen immer noch in der Lage sind, wenn sie sich anstrengen, was Ordentliches auf die Beine zu stellen. Wenn die Ordnung schlecht ist, können trotzdem Menschen mit ein bisschen Intelligenz in einer schlechten Ordnung was Richtiges hinkriegen. Ja, meine Damen und Herren, das heißt im Umkehrschluss, die Ordnung kann noch so perfekt sein. Wenn die Menschen diese Ordnung nicht als ihr eigenes annehmen, wenn sie sich daran nicht beteiligen, wenn sie darin auch kein Vertrauen haben, dann nützt uns die,
die beste Ordnung halt nichts. Ich habe großes Verständnis, dass die Demokratie in unseren Gefühlen und auch in unseren Gedanken hier speziell im Osten Deutschlands noch keine tiefen Wurzeln geschlagen hat. So lange haben wir sie noch nicht. Wir haben sie gerade mal seit 25 Jahren. Vorher sind über dieses Land zwei Herrschaftsordnungen hinweggegangen, die keinen Wert darauf legten, dass der einzelne Bürger sich beteiligt, sondern die entweder autoritär oder totalitär organisiert werden. Und das waren zum großen Teil Zustimmungsdiktaturen. Führer, Befehl, wir folgen. Formal demokratisch ist Adolf Hitler an die Macht gekommen. Und das, was geschehen ist in der Nazizeit, wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht ein großer Teil des deutschen Volkes dem zugestimmt hätte. Und es war eine pseudo-religiöse Ideologie. Sie gestatten mir als Theologen diesen kleinen Schlenker. Heil ist eine theologische Kategorie. Heil Hitler. Eine Verheißung, die über dem Ganzen lag und die auf eine furchtbare Weise endete und die Deutschen in eine Katastrophe führte. Und wenig später, auch nachvollziehbar, kam über dieses Land eine zweite Diktatur, die auch wieder pseudo-religiöse Elemente in sich trug. Diesmal war es nicht das Heil und der Führer, diesmal war es die Partei, die immer recht hatte, Sie erinnern sich noch daran, und die uns führen wird in eine kommunistische Zeit, in der quasi paradiesische Verhältnisse herrschen werden. Nicht? Also meine Geschichtslehrerin und Stabi-Lehrerin, die war intelligent, die hat uns erklärt als Kindern, kindgemäß und lustbetont, ich sagte es schon, die Geschichte ist eine Rolltreppe. Und auf der Rolltreppe kannst du dich dreierlei Weise verhalten. Also erstens, unten ist die Urgesellschaft, Sie wissen noch, Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Imperialismus, Sozialismus, und dann kommt Gott. Das ist die Rolltreppe. In der Geschichte ruht sozusagen ein Automatismus. Wir werden irgendwann da oben ankommen. Die Rolltreppe rollt nach oben. Und jetzt kannst du dich auf dieser nach oben rollenden Rolltreppe in dreierlei Weise verhalten. Du kannst dich da draufstellen und noch nach oben gehen. Dann bist du ein progressives Mitglied sozusagen der menschlichen Gesellschaft, du beförderst das Ganze noch. Zweite Variante, du kannst dich auf der sowieso nach oben rollenden Rolltreppe draufstellen und dich oben hochrollen lassen. Das ist eine relativ bequeme Sache, ist nicht so schlimm, wir werden sowieso irgendwann alle da oben ankommen. Und dritte Variante, vor die Frage wurde ich mal gestellt. Wir haben uns geduzt, der Lehrer war noch, willst du wirklich auf der Rolltreppe, also sprich der Rolltreppe namens Geschichte, die sowieso oben irgendwann mal ankommt, wirklich auf der nach oben rollenden Rolltreppe nach unten laufen? Dann bist du entweder blöde oder gefährlich. Ein reaktionäres Mitglied der Gesellschaft. Ich stand vor der Frage, ob ich blöde oder gefährlich bin. Vor so einer Frage sollten Sie mal ein Kind stellen. Ich hatte Gott sei Dank Eltern, die mir gesagt haben, nein, die Frage ist falsch. Auf die wirst du nicht antworten. Denn die Geschichte ist keine Rolltreppe. Und es gibt keinen Automatismus. Die Geschichte ist immer offen. Die Geschichte ist immer das Werk der vielen Einzelnen, die sich entweder so oder so entscheiden. Und die bloße Tatsache, dass uns da eine Ordnung vorgehalten wird, macht noch gar nichts besser. Sondern es kommt immer darauf an, dass die Einzelnen sich als Einzelne, als Individuen, als Personen, als Träger sozusagen der Geschichte verstehen, als Bürger, als Citoyens. Das heißt, mir gefällt das deutsche Wort nicht ganz so gut, das hat so ein bisschen was Verstaubtes. Aber das, was die Franzosen mit dem Citoyen meinen, das heißt der Bürger, der weiß, die öffentlichen Angelegenheiten sind nicht die Sache derer, die regieren, sondern die öffentlichen Angelegenheiten sind meine Angelegenheiten. Diese Stadt ist meine Stadt. Und dieses Land ist mein Land. Und dieser Staat ist mein Staat. Und ich bin genauso verantwortlich für die, die da oben regieren, für das, was hier geschieht, auf einer anderen Ebene natürlich, aber da gibt es keine geringere Verantwortung.
Das scheint mir noch etwas schwach ausgeprägt zu sein. Dass das so schwach ausgeprägt ist, ist nicht schlimm. Wir müssen es halt nur feststellen, das hat geschichtliche Ursachen. Vielleicht erleben wir zurzeit gerade einen Moment in der Geschichte, wo wir sehr deutlich begreifen, auch angesichts der Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, ja, dass wir mitgestalten müssen, dass wir uns entscheiden müssen, dass wir diejenigen, die regieren, auch zu Entscheidungen zwingen müssen und sagen, hier muss geordnet werden. Kann vielleicht darauf noch zu sprechen kommen. Ja, also jetzt habe ich, das war jetzt das Vorwort. Herr Siegel, das war jetzt das Vorwort. Jetzt habe ich erklärt, was die politische Bildung, so was das unternehmen soll. Und dann sollte es ja heiter werden. Ja. Ach so, mein Lieblingsfeind wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir hatten ja vom Lieblingsfeind gesprochen. Mein Lieblingsfeind ist Pisa. Ich meine jetzt nicht diese wunderbare Stadt in Italien, das ist ja schön mit dem schiefen Dorf. Nein, Program of International Student Assessment, das ist also diese internationale Bildungsvergleichsstudie von der OECD, also da wirtschaftliche Interessen im Hintergrund stehen, das darf man nicht, muss man nicht verschweigen, sozusagen, die jetzt immer misst und vergleicht, wie gut unsere Schülerinnen und Schüler gebildet sind. Großartig. Und Sachsen ist immer ganz spitze. Wir haben gute PISA-Ergebnisse und seit ungefähr 15 Jahren werden wir von PISA verfolgt. Das ist alles ironisch und außerhalb der Zitierfähigkeit, das ist klar. Jede Tugend, die sich selbst zu ernst nimmt, wird zur Furie. Das wissen wir, nicht? Wir kennen ja dieses Bild der Furie, die nur noch eines vorantreibt. Jede Tugend, die sich selbst zu wichtig nimmt, wird zur Furie. Was da bei PISA abläuft, hat ein wenig diesen Charakter. Warum? Ja, weil da bestimmte Dinge unseres humanistischen Bildungsverständnisses überhaupt nicht vorkommen. Weil da bestimmte Dimensionen dessen, was wir als den gebildeten Menschen begreifen, gar nicht untersucht werden. Zum Beispiel die politische Bildung. Zum Beispiel die kulturelle Bildung, zum Beispiel die musische Bildung, zum Beispiel die ethische Bildung, zum Beispiel die motorische Bildung, fragen Sie mal Sportlehrer. Ja? All das, was das Humanum generiert, ein Soft-Faktor, natürlich ist das nicht so ein harter Faktor wie Mathe oder so, das kann man vielleicht noch relativ leicht messen und vergleichen, wir vergleichen auch Äpfel und Birnen miteinander. Schulen in der Oberlausitz, wo nur noch 20 Schüler sind, weil gerade noch so die Klassenstufe mit Schulen aus Dresden, aus der Innenstadt und Schulen europaweit, da werden wirklich zum Teil Äpfel und Birnen miteinander verglichen und auf bestimmte Bildungs-, ich habe nichts gegen MINT, ich habe nichts gegen Mathe, ich habe nichts gegen Informatik, ich habe nichts gegen Naturwissenschaft, ich habe nichts gegen Technik, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich stehe hier und kann nicht anders, weil ich sage, das andere gehört auch zum Menschen dazu. Musische Bildung. Schule kommt von Scholae im Lateinischen. Scholae ist eine Übersetzung des alten griechischen Muse. Muse haben. Der ursprüngliche Gedanke von Schule, ein Ort der Muse haben, wo nicht verzweckt gelernt wird, wo nicht auf Learn to Test sozusagen, wo nicht alles sozusagen auf ein Ziel hin orientiert wird, oder versucht, ich bin wieder bei dem, was ich am Anfang, informell gelernt wird, wo es Spaß machen darf, wo Kreativität entsteht. Leute aus der Wirtschaft, und zwar in den ersten Etagen, nicht unbedingt in den dritten Etagen, aber in den ersten Etagen sagen, Leute, es fehlen uns kreative Köpfe. Es fehlen uns Leute mit Teamfähigkeit, mit Sozialkompetenz. Unser Reichtum wird nicht mehr von Bandarbeitern, sozusagen, die getaktet arbeiten können, erarbeitet, sondern von Leuten, die teamfähig sind, die offen sind, die kreativ sind, die miteinander denken können und die sozusagen neue Produkte entwickeln können. Also gerade von denen kommt auch dieses Monitum. Möglicherweise machen wir diesbezüglich etwas falsch. Also ich wollte nur zur Kenntnis geben, diese Art von Bildungsmessung, wie ich sie bei PISA erlebe, die kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Humboldt dreht sich 24 Mal am Tag im Grabe rum, wenn er, also der unser humanistisches Bildungsideal sozusagen entwickelt hat, wenn er nachliest, was PISA so alles gemessen hat. Alles außerhalb der Zitierfähigkeit, das sind ironisch-sarkastische Bemerkungen, bewusst zugespitzt, um es deutlich zu machen, aber Sie nehmen mir das heute Abend ja ab und
das Lokalfernsehen wird die schlimmen Stellen alle rausschneiden, dass ich da also nach wie vor, ja, aber die Überparteilichkeit mit der Landes ist so eine Sache, nicht? Also Überparteilichkeit ist auch so ein Prinzip in der politischen Bildung. Also ich habe hier keinerlei Regierungsposition zu vertreten. Ich habe auch keinerlei Oppositionsposition zu vertreten. Die Demokratie leistet sich tatsächlich solche Narren wie mich, die sozusagen einfach mal das Gegenteil sagen können und sagen, das kann man aber auch anders denken. Nicht? Ein Effekt von Bildung besteht ja darin, dass ein Mensch weiß, es geht immer auch anders. Ein gebildeter Mensch weiß, dass es immer Alternativen gibt. Also, dass uns eingeredet wird, dass irgendetwas auf dieser Welt alternativlos wäre, meine Damen und Herren, nicht mit mir. Nee, das muss man, also für alles, das ist ein Ausfluss von Bildung. Ein gebildeter Mensch hat vieles in seinem Leben gelernt, so, das kann man so machen, das kann man anders machen, das ist aus diesem Grunde besser, das ist aus jenem Grunde besser. Es gibt immer andere Varianten, sonst wäre das ja mit der Demokratie auch sinnlos. Nicht? Also wenn alle einer Meinung sind und alle dieselben Interessen haben und auch sonst schönes Wetter ist, brauchen wir die Demokratie eigentlich nicht. Die Demokratie haben wir ja deswegen, damit wir mit den Konflikten friedlich umgehen. Der Konflikt ist der Normalfall der Demokratie. Mit dem kleinen Schlenker auf das, was wir jetzt mit Pegida und No-Pegida etc. erleben, ich habe es schon oft gesagt, na bitte, das ist der Normalfall der Demokratie, dass Menschen merken, wir haben unterschiedliche Interessen, wir haben unterschiedliche Positionen. Jetzt wollen wir das mal miteinander friedlich und fair und gewaltfrei, wenn es nur irgendwo geht, austragen. Wenn wir alle einer Meinung wären, bräuchten wir das nicht. Die Demokratie im Osten hat noch keine schwere Krise erlebt. Manche Politologen sagen, der Demokratie im Osten fehlen die 68er. Die 68er, die weiß Gott mit vielen Fragezeichen zu versehen sind und die auch weiß Gott nicht nur Gutes in der alten Bundesrepublik bewirkt haben, aber eines aber haben sie bewirkt. Sie haben die bundesrepublikanisch verkrüstete Gesellschaft auf durcheinander gerüttelt. Mit schweren Krisen. Und nachdem die Gesellschaft durch diese Krise durchgekommen war, hat sie gelernt, die Demokratie ist Konflikt. Lösungskompetent. Die Demokratie ist eine Ordnung, in der Konflikte gelöst werden können. Wir kommen da durch. Der Osten, nun wünscht man sich keine Krisen, weiß Gott nicht. Wer wünscht sich schon Krisen? Aber wenn man dann der ganzen Debatte aktuell was Gutes abgewinnen will, dann würde ich sagen, genau das sollten wir im Abgewinnen. Wir sollten lernen, wie man in einer offenen, demokratischen Gesellschaft fair Konflikte austrägt und dabei miteinander weiterkommt. Alle wird man damit nicht mitnehmen können. Es gibt immer einen harten Kern von Extremisten, die werden sie nirgendwo mit hinnehmen können. Die wollen nämlich weder Dialog noch Demokratie. Aber der Kern ist klein, da bin ich gar nicht pessimistisch. Sondern die große Menge, die auch manchmal leider Gottes so schweigend ist und so indifferent ist und so passiv ist, die sozusagen mitzunehmen und zu sagen, jetzt lassen Sie uns mal bitte diesen Konflikt miteinander fair austragen. Jetzt will ich den Ablasshandel loben. Es gibt ja in Sachsen einen Ort, der heißt Ablass. In der Nähe von Wurzen, glaube ich, oder so, da in der Ecke. Ja. Und Pirna, den Tetzelhammer. Ja. Marketing-Experte. Wir haben heute bei Pegida auch Marketing-Experten. Nicht? Das müssen Sie erst mal hinkriegen. Ein Wort kreieren, namens Pegida, das innerhalb weniger Wochen in aller Munde ist. In Sachsen, in Deutschland, in Europa, in der Welt. Das ist eine Marke. Viel Verpackung, wenig Substanz. Passt irgendwie wunderbar in unsere Zeit. Ja, also jeder hat es irgendwie im Mund und keiner weiß so richtig, was es eigentlich ist. Also was steckt denn da eigentlich nur genau da drin? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, da ist für jeden was dabei. Ja, auch nicht schlecht. Patriotisch, ja, da kann der eine, Abendland kann der andere, Islamisierung kann wieder der andere. Also ist für jeden was dabei, aber man weiß eigentlich nicht richtig, was ist denn die politische Substanz, was ist der Kern. Das meine ich damit insofern, vielleicht hat der Tetzel doch Nachwirkungen in Sachsen erzielt, denn das war auch ein Marketing-Experte. Womit hat er gehandelt? Sehr erfolgreich gehandelt. Mit dem Schuldgefühl und der Angst vieler Menschen. Und hat daraus Geld gemacht.
Dass das Weltbild der Menschen damals anders war als heute, das ist nicht verwunderlich. Das Weltbild ändert sich immer. Und damals haben die Menschen eigentlich alle damit gerechnet. Übrigens, die haben damals noch damit gerechnet, dass Handeln und das Tun Konsequenzen hat. Und wenn ich was falsch gemacht habe, werde ich dafür bestraft. Damit haben die damals wirklich noch gerechnet. Stellen Sie sich das mal vor. Ja? Die haben natürlich die Strafe und das Abtragen der Strafe für Postmortem sozusagen avisiert. Das hat der liebe Gott, der wird dann den großen Gerechtigkeitstag ausrufen und da wird mal abgerechnet und hoppla, mal sehen, wie es mir da geht. Und davor hatten viele Angst. Und mit dieser Angst hat Hetzel Geld gemacht. Das war ein Marketing-Experte. Sie haben es gesagt, Herr Siegel, der Martin Luther, und der hat sich aufgeregt und die Reformation wäre gar nicht entstanden ohne diesen Ablasshandel. Wahrscheinlich. Sie kennen die 95 Thesen Martin Luthers natürlich, das ist gar keine Frage, die hat ja jeder von uns auswendig gelernt, die er an die Schlosskirche da in Wittenberg geschlagen haben soll. Ich will jetzt mal nicht abfragen, die 95 Thesen nicht, aber Sie werden mir mal bitte sagen, in welcher These Martin Luther den Ablasshandel abschaffen wollte. In der ersten oder in der siebten oder in der 95. Mit welcher These hat Martin Luther gesagt, der Ablass muss abgeschafft werden? Mit keiner. Mit keiner. Er hat sich gegen den Missbrauch des Ablasses gewendet. Aber nicht gegen den Ablass. Schwestern und Brüder, Damen und Herren, das ist doch was anderes, wenn ich mich gegen den Missbrauch einer Angelegenheit wende, als wenn ich mich gegen die Angelegenheit selber wende. Eines der wichtigsten Grundsätze in der Ethik, auch in der Juristerei, der Missbrauch verbietet nicht den Brauch. Man kann alle guten Dinge missbrauchen, deswegen sind die Dinge an sich noch nicht schlecht. Nein. Später ist er natürlich abgeschafft worden, ich will schon die ganze Wahrheit sagen, soweit es in meinen Möglichkeiten liegt. In der Folge der Reformation war der Ablass perdu. Aber am Anfang war der nicht der Gegenstand der Attacke, sondern der Missbrauch und die Kommerzialisierung sozusagen dieses Institutes durch Tetzel. Das war das Ärgernis von Martin Luther. Er hat gesagt, hier wird mit Schuldgefühlen und mit Angst Geld gemacht. Ja. Und das kann es nicht sein. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mal drüber nachdenken sollen, wie das mit den Schuldgefühlen ist und wie das mit den Folgen von Handlungen ist und wie wir damit umgehen. Wie gehen wir damit um? Auf vielerlei Weise, was wir gut machen können, sollten wir wieder gut machen. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht wieder gut machen. Jeder von uns, das behalten wir jetzt mal für sich. Jeder von uns weiß vielleicht schon mal in seinem eigenen Leben, dass er Sachen mal angestellt hat, die er nicht wieder gut machen kann. Weil da irgendwas passiert ist, weil da Gefühle verletzt worden sind oder weil vielleicht Menschen zu Schaden gekommen sind oder was weiß ich denn. Es gibt nun mal unter uns Menschen Dinge, da passieren Dinge, die richten Schaden an und wir können sie nicht wieder gut machen. Und dann brauchen wir eine Möglichkeit, damit weiterzuleben und auch einmal ablassen zu können. Ich muss manche Dinge lassen. Das ist der Sinn der Übung gewesen. Dass mir eine Möglichkeit gegeben wird zu sagen, gut, du hast gesündigt, du hast Schlimmes angestellt, du hast, was weiß ich, jemanden betrogen, du hast vergewaltigt oder was weiß ich und am Ende landet man auch bei dem einen oder anderen Übeltäter und Totschläger. Das kannst du jetzt nicht wieder gut machen. Aber du sollst und du musst ja in unserer Gemeinschaft, in der Gesellschaft irgendwie weiterleben können. Wir bauen dir eine Brücke, wir organisieren das sozusagen und bringen wenigstens irgendwo zum Ausdruck, dass du wirklich bereust und dass du wieder bei uns, also in der Gesellschaft bleiben willst. Du kannst ein gutes Werk verrichten. Viele Ablasswerke waren zunächst gute Werke, also sozial, karitative Werke. Wenn es nicht geht, kannst du bezahlen. Also vom Grundgedanken sehr vernünftig, weil es die Möglichkeit eröffnete, dem Einzelnen trotz der Dinge, die er getan hat, irgendwie in der großen Gesellschaft weiterleben zu können. Das Problem war also nicht der Ablass per se,
sondern die gnadenlose und hemmungslose Kommerzialisierung, die Tetzel natürlich im Auftrag des Papstes und der Bischöfe damals betrieben hat. Und das war die Attacke von Martin Luther. Wir brauchen solche Orte, in denen wir lernen zu lassen. Übrigens, ich rede an der Stelle das letzte Mal von mir selber, das brauche ich auch für mich selbst. Ich muss manches lassen. Manchmal bewege ich mich wie im Hamsterrad meiner eigenen Perfektheit und laufe in diesem Hamsterrad heiß. Kennen Sie das? Wenn man so perfekt sein will und noch besser werden will und dabei einfach nur noch hart wird, hart sich selbst gegenüber und hart anderen gegenüber und wo man dann manchmal merkt, Mensch, lass es doch mal. Du musst nicht perfekt sein, du bist ja sowieso nicht. Sei doch mal gütig zu dir selbst. Sei auch mal ein bisschen barmherzig mit dir selber. Menschen, die oft unbarmherzig mit anderen sind, bei denen habe ich oft den Eindruck, dass sie nicht barmherzig mit sich selber umgehen können. Dass sie sich selbst nichts verzeihen können, weil sie einen übertriebenen Anspruch von sich selbst haben. Das kann unerträglich sein, mit Menschen zusammenleben zu müssen, die immer perfekt sein wollen. Kennen Sie das? Gut, lassen wir mal jetzt im Privaten lieber. Nein, und wenn ich mir selber was verzeihen kann, das heißt nicht Schwamm drüber, das heißt nicht hier laissez-faire, verstehen Sie mich? Aber ich muss mit manchen Dingen einfach auch zurechtkommen, dann kann ich auch mit dem anderen ganz anders umgehen. Denn dann kann ich die Gnade, das Nachlassen, das neu anfangen dürfen, nicht nur mir selber genehmigen, sondern auch dem anderen. Unsere Welt ist voller Ablässe. Auch wenn wir das Wort nicht mehr gebrauchen. Haben Sie schon mal was vom CO2-Zertifikatehandel gehört? CO2-Zertifikatehandel? Also jeder weiß irgendwie, dass Massenausstoß von CO2 irgendwie nicht mehr in die Zeit passt. Und trotzdem weiß jeder, na gut, oder nicht jeder, aber viele haben es mal doch irgendwie, da bauen wir uns mal ein Institut, wo wir das ein bisschen handeln. Ja, wo wir sagen, na gut, du musst halt CO2 ausstoßen, betreibst halt du mal ein Kohlekraftwerk, soll nicht sein, bezahl mal was, damit andere sich dann irgendwie eine Ökoindustrie aufbauen können. Ein großer weltweit organisierter CO2-Zertifikate-Ablasshandel. Ablass von der Schuld CO2, das funktioniert gut, das braucht's. Gehen Sie mal auf die Seite des Institutes, wo das bezahlt wird. Herzlich willkommen beim Emissionshandel, steht da drauf. Das hätte Tetzel auch erfinden können. Und das ist gut, dass es das gibt. Auf meiner Liste stehen noch ein paar andere Dinge, wo Ablass sozusagen richtig gesellschaftlich, politisch organisiert wird, da kommen Sie dann möglicherweise auch selbst drauf, wie viel Steuernachlässe gibt es, und man sagt ja, eigentlich müsstest du mehr Steuern, hast aber was gut ist, dann wird dir das sozusagen nachgegeben und so weiter. Es ist Kitt im gesellschaftlichen Zusammenleben mit Begrenztheiten, mit Nicht-Perfekten zu leben, mit halbem zurechtzukommen, Übergangslösungen zu schaffen und dabei das Ganze irgendwie am Laufen zu halten. Ich lobe diesbezüglich den Ablasshandel, aber nicht den Tetzel, verstehen Sie nicht falsch, sondern unsere Fähigkeit, die wir brauchen, gütig mit uns selber umzugehen, gütig mit anderen umzugehen, dem anderen noch mal was nachzulassen. Das braucht es auch in der Politik. Stasi-Unterlagengesetz ist für mich auch so ein Beispiel. Ich war ein Verfechter der Tatsache. Sie hatten mich als Bürgerrechtler angesprochen. Na klar, die Akten wären nicht verbrannt. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble und Friedrich Schorlem hätten sie gern verbrannt. Sie erinnern sich. Nee, die Akten wären nicht verbrannt. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir es. 115 Kilometer Akten plus Filmmaterial und so weiter. Hinterlassenschaft einer Geheimpolizei, die zum Teil verbrecherisch gehandelt hat. Nee, schon gut, dass wir sie aufgehoben haben. Schon gut, dass wir reinschauen können.
Der eine oder andere von Ihnen wird es schon mal getan haben. Schwierig wird es, wenn man meint, in Papier die Wahrheit zu finden. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen, wo Familien auseinandergebrochen sind, wo Kollegien post factum sozusagen nochmal sich zerstritten haben, obwohl es schon lange vorbei ist, weil sie in die Akten geschaut haben und die nicht richtig gelesen haben und meinten, in diesen Akten stünde die Wahrheit und von da ab nicht mehr nachlassen konnten, sozusagen, was die Schuld, statt mal mit dem anderen Menschen, den es zum Teil ja noch gab, zu reden und sagen, pass mal auf, wir setzen uns mal zu viert beim Bierchen hin oder zu zweit beim Bierchen hin und wir reden mal, warum hast du das damals gemacht, warum habe ich das damals gemacht? Nee, auf die Idee kamen manche nicht, sondern meinten, die Wahrheit in den Akten finden zu können. Da gibt es Beispiele, wo die Stasi heute mehr Macht hat als damals. Weil damals hätten sie sich vielleicht verstanden, aber heute, wo sie darüber nachlesen sozusagen und nicht nachlassen können, ja, wirkt sich sozusagen dieses Gift von damals eigentlich erst aus. Ja, hoppla. Kein Mechanismus, der das mal regelt, damit dann auch wieder im Zwischenmenschlichen zurechtzukommen. Die Justiz, das als letztes Beispiel, die Justiz weiß das sehr wohl. Sie kennt die Kategorie der strafmildernden Umstände, sie kennt die Kategorie der Verjährung, ja, sie kennt auch die Kategorie von Unrecht, was nicht bestraft wird, weil der Staat ja sehr wohl weiß, dass er nicht alles, was rechtlich korrekt, inkorrekt ist, nun verfolgen kann oder für immer verfolgen kann. Ja, es gibt also immer Kategorien im Staatlichen, im Politischen, im Sozialen, im Kirchlichen, die diese Funktion des Ablassenkönnens, um neu anfangen zu können, eingeführt haben. Und das ist etwas, was wir in unserem Leben immer brauchen. Das glaube ich, Herr Siegel. Ich stehe hier und kann nicht anders. Genau deswegen habe ich den Ablasshandel gelobt. Vielen Dank. Bis dahin. Wir bedanken uns ganz herzlich.